Liebe Kanalabonnenten, liebe Podcast-Interessierte, jetzt habe ich mal wieder was anders gemacht. Das kennt ihr bei mir ja schon. Ich habe mich selber interviewt. Nein, nicht so ganz, aber ein bisschen schon. Und zwar geht es darum, dass ich euch ja authentisch voranreite mit dem Thema Entscheiden macht glücklich oder meine beste Entscheidung. Und eine meiner besten Entscheidungen habe ich vor einigen Wochen getroffen und jetzt gerade eben das passende Interview dazu auch mit meiner Nachfolgerin geführt. Und zwar habe ich meine Verschenks im Rhein-Sieg-Kreis-Gruppe, die ich vor 11 Jahren gegründet habe, an die Manu-Gardeweg von Loma Hilft verschenkt. Wie kann man denn eine Gruppe mit über 5.500 Leuten verschenken? Das möchte ich dir kurz erklären und dann kannst du dir das Interview danach anschauen. Und vielleicht möchtest du ja auch mal so eine lebendige Gruppe gründen, um Menschen zu helfen. Meine Idee war damals als Scheidungsanwältin, weil mir das aufgefallen ist und Freunde sowas Ähnliches in Konstanz gemacht haben, aber mit einer anderen Intention, egal. Mir war aufgefallen, dass Menschen, die sich trennen, Dinge brauchen, die andere zu Hause einfach nur so rumstehen haben. Und zwar doppelt. Weil sie sich neu eingerichtet haben oder was auch immer. Also es ging um Gebrauchsgegenstände. Und ich habe damals die Gruppe gegründet, damit frisch Getrennte schnell eine Erstversorgung für sich und ihre Kinder haben. Und daraus hat sich dann noch viel, viel mehr entwickelt. Und es war wirklich eine wunderschöne Zeit, die ich die Menschen begleiten und miteinander verbinden durfte. Das Besondere war, dass man damals in der Gruppe nicht suchen durfte, sondern es ging wirklich um das bedingungslose Schenken und nebenbei einfach noch nette Leute kennenlernen, die ähnlichen Geistes sind. Und das lief wirklich, wirklich schön, weil ansonsten hätten sich nicht automatisch, ohne dass ich irgendwelche besonderen Aktivitäten entfaltet hätte, über 5.000 Menschen gemeldet. Also ich habe mir ja damals die Idee bei Freunden in Konstanz abgeguckt, die das, also keine Anwälte, sondern ganz normale Menschen, in Anführungsstrichen. Und da Konstanz eine Universitätsstadt war, hatten die tatsächlich in ihrer Gruppe 20.000 Leute. Nichtsdestotrotz, es war auch hier eine Gruppe, die wirklich sehr lebendig war. Und weil ich auf gar keinen Fall das einfach so einstampfen wollte und habe ich dann mal gefragt, beziehungsweise die Antwort kam eigentlich, bevor ich gefragt habe, aus der Gruppe, nämlich der Vorschlag, das an Manu-Gardeweg von Loma Hilft zu übergeben. Das ist eine, die seit Jahrzehnten erst hauptberuflich und jetzt ehrenamtlich hilft, aber in einem Umfang, dass es also zum Beispiel, egal ob Ahrtal-Katastrophe, Ukraine oder Brand, also so Katastrophen, die einen sonst ereilen können. Manu hat ein derartiges Netzwerk geschaffen, das ist einfach unglaublich. Und ich war gerade eben, da war sie bei der Tafel engagiert, und ich hatte gerade eben einen Post gesehen von einer ihrer aus dem Team, von der Maxi Winkler. Und dann habe ich ganz kurz, weil ich gerade ins Auto stieg vom Hundespaziergang, habe ich gefragt, ist die Manu auch da, weil das so schwierig war, mit ihr einen Termin zu finden vorher. Und dann hat sie gesagt, ja klar, die ist da. Und dann habe ich gesagt, ich komme. Und das Interview habe ich eben gemacht. Und dann habe ich da noch so, einfach so ein paar Stunden rumgesessen. Und wir haben erzählt und uns ausgetauscht. Und es war super, super schön. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich so eine wundervolle Lösung gefunden habe. Ich bin noch glücklicher, dass ich da auf die Idee gar nicht alleine gekommen bin, sondern auch meine frühere Admina mich dabei unterstützt hat, Ideensprudel zu bekommen, um diese Gruppe weiterführen zu können. Ich wünsche der Manu mit ihrem Team ganz, ganz, ganz viel Freude mit den Menschen,
aus dieser Gruppe und ich hoffe, dass ihr der Manu treu bleibt und vielleicht sogar auch begeistert seid von den neuen Möglichkeiten, die die Manu euch noch eröffnen wird mit der Gruppe. Ja, und wer Appetit bekommen hat durch diesen Selbstpodcast hier, dem wünsche ich auch viel Erfolg. Es ist eine sehr beglückende Sache, ehrenamtlich so etwas zu machen und den Menschen zu helfen und darüber dann wieder neue Leute kennenzulernen. Kann ich also jedem nur empfehlen. Und jetzt kommt das Interview mit der Manu und die Gruppen, die sie schon hat, die verlinke ich dann hier nochmal drunter in den Shownotes. Nehmt es mir nicht übel, wenn ich das nicht... ich hoffe, ich kriege die noch rechtzeitig, weil ich finde die alle gar nicht. Das brauche ich wiederum von der neuen Admina, von der erwähnten Karin Rieger, brauche ich diesen Hinweis. Also ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Danke fürs Zuhören und ganz viel Erfolg, wenn ihr so etwas auch macht. Wenn ihr Fragen habt, entweder technischer Art... So, einen wunderschönen guten Tag, liebe Manu Gardeweg. Wir sitzen hier ganz gemütlich zum Interview zusammen, denn ich habe was verschenkt. Ja, eine Gruppe. Sylvi war ganz großzügig und verschenkt eine Gruppe, genau. Und sucht einen Admin. Oder vielmehr die Frage kam zu uns damit. Ja, ich habe jetzt 5000 Leute verschenkt, die sich um mich gesammelt haben. Und die wissen es noch nicht, an wen ich verschenkt habe. Die haben nur eine Information gekriegt, dass ich das möchte. Und ich habe jetzt wirklich etwas Adäquates gefunden. Also jemanden, dem ich voller Vertrauen die Gruppe übergeben kann, weil bei mir sagen die Leute ja immer schon, meine Güte, wieso siehst du keine Probleme? Und ich bin ein Waisenkind gegen Manu Gardeweg, weil von der hätte ich das eigentlich auch lernen können. Denn wenn ich schon keine Probleme sehe, dann sieht Manu, also wo ich 5 Lösungen sehe, sieht Manu 10. Und die hat auch noch die Leute, oder wie ist das? Erzähl mal. Ja, also... es ist so, wir administrieren unter anderem auch Gruppen von über 30.000 Mitgliedern, weil wir irgendwann mal die prickelnde Idee hatten, auch so ähnlich wie Sie, Mitstreiter, die gesagt haben, boah, wir müssen uns jetzt mal drum kümmern, dass Leute Wohnung kriegen. Dann haben wir eine Wohnungsgruppe gegründet, die Beate und ich und noch ein paar Mitstreiter. Die ist derart explodiert, dass wir also jetzt sagen, wie geil, ne? Da finden auch Leute wirklich Wohnung, ohne Makler und so, also ist total ein Träumchen. Wir machen sowas Ähnliches mit der Seite Loma hilft Sachspenden, weil unsere Intention ist es, seit 30 Jahren Brandopfern zu helfen und die sollen an Klamotten kommen, diese mit Bildern und Abholort gepostet bekommen von den Spendern, die uns anbieten, so dass wir die nicht abholen müssen und lagern müssen, sondern immer präsent haben. Und dann kann ich auch einem, der in Essen abbrennt, Möbel besorgen durch eine Umkreissuche in eBay Kleinanzeigen oder was auch immer. Die Karin Rieger, meine Mitadministratorin, macht das also mit einer derartigen Akribie, dass wir also selbst jemandem in Timbuktu einen gesattelten Esel besorgen können. Das ist also total irre. Unsere Intention ist es, nachhaltig zu bleiben, also Sachen im Wertstoffkreislauf zu halten und auch Sachen vom Wegschmeißen zu retten, indem wir einen neuen suchen, der die brauchen kann. Aber wenn jetzt einer in einer Notsituation ist und mir sagt, okay, ich lasse mich gerade scheiden, ich muss mich neu einrichten, dann dürfen die Möbel, die gesucht werden, nicht der Hinderungsgrund sein, um den Abgang zu proben. Ja, und ich, bei mir in der Gruppe war es ja bisher so, dass ich gesagt habe, es wird nicht gesucht, es wird nur verschenkt. Das wird sich dann jetzt ändern. Aber tschö. Und ist ja auch keine Geige. Es geht um die Haltung dahinter. Nämlich, es soll geholfen werden und zwar unproblematisch, unbürokratisch und zack, zack. Ja, wobei wir da nicht suchen werden in der Gruppe, sondern im Gegenteil, wir werden 5 Wohnungsauflösungen, die wir die Woche angeboten bekommen, dann da reinposten. Also das Portfolio wird sich um vieles vergrößern. Es kann aber sein, dass wir situativ aus einer Situation wie Hochwasser, Brand, irgendeiner Notsituation jemandem konkret helfen. Das werden wir dann auch in der Gruppe ankündigen und werden sagen, passt mal auf, da ist im Winter gerade eine Mutter abgebrannt mit 3 Kindern. Da haben wir jetzt eine neue Wohnung, die eingerichtet werden wird. Dann kann auch jeder, der sich berufen fühlt, unterstützen und darunter Angebote posten.
Ja, und das ist eben auch das, was ich so schön finde. Beim Gespräch mit dir fällt mir dann immer wieder auf, ich habe das Potenzial dieser Gruppe überhaupt nicht ausgenutzt. Ja, da ist noch Luft nach oben, das glaube ich dir gerne. Da hätte man auch bedeutend mehr machen können, aber da muss man auch besser gucken können und Leute haben und so weiter. Also wunderbar. Deswegen, ich hatte auch ursprünglich gedacht, ich gehe da völlig raus aus der Gruppe, da habe ich jetzt gar keinen Bock mehr. Nö. Im Gegenteil, da kommt jetzt ein bisschen Wirbel rein, das wird für dich auch vielleicht viel angenehmer. Wer weiß. Ich will auch gar nicht auf dich verzichten, Blödsinn, da geht es doch ja nicht drum. Ja. Es geht ja nur um Unterstützung, vielleicht das Ganze ein bisschen anders auch noch zu erweitern, aber im Ende bleibt ja alles beim anderen, beim Alten. Wir werden halt mit 2 bis 3 mehr Admins unterwegs sein in der Gruppe. Und wenn irgendwas ist, bitte schreibt uns auch an mit Verbesserungsvorschlägen, damit wir auch auf den Bedarf der Gruppe nachhaltiger eingehen können. Ja, also das werden, alles Neue macht der Mai, das werden bei uns richtig gute Zeiten. Und ich danke dir sehr, dass du bereit bist, dich noch weiter zu entfalten. Das kann nur gut werden. Und hast du noch ein Wort zum Sonntag? Nö, aber machen wir das, was ich am liebsten tue. Wir improvisieren einfach. Sehr gut. Und wir erklären nichts und wir können auch Nein sagen. Das sind so die Themen, die wir eben im Vorgespräch hatten. Also wenn ihr Sachen nicht versteht in der Gruppe, dann ist das eben so. Dann haben wir vielleicht keine Zeit gehabt. Ne? Ja, oder einfach fragen. Ne? Ist ja nicht so, als wenn wir die Admins nicht mal ansprechen kann. Wie gesagt, Verbesserungen sind wichtig. Ne? Irgendwelche Dinge, die man halt anders haben will oder auch was weiß ich, also wir sind für alles offen, kommt einfach rüber mit Ideen und wir gucken, ob die praktikabel sind oder nicht. Und unter diesem Video kommen jetzt ein paar Links, da könnt ihr euch mal gucken, was die Manu schon alles auf die Beine gestellt hat. Ja, weil vielleicht findet ihr da ja auch noch mehr Mitstreiter auf diese Art und Weise. Das weiß man ja nicht. Vielleicht gibt es ja unter meinen 5000 noch was Leuten gibt es ja vielleicht doch 200, die ich noch nicht kenne. Ach so. Okay. Könnte sein. Na gut. Alles klar. Bis denne. Schönes Wochenende. Jo. Bis bald mal. Tschüss.